starten machen wir heute weiter mit Ghost Recon und mal schauen, was auch. Wir haben ja direkt was in der Nähe. Sorry, also. Der plant einen Angriff auf ein lokales Krankenhaus und Pak Katari will es verteidigen. Sie haben die Wahl, aber wenn sie ihm helfen, revanchiert er sich vielleicht. Wir müssen heute ein Krankenhaus stürmen. Na dann, würde ich sagen. Markerpunkt ist gesetzt. Ich werde fahren. Würde ich sagen. Los geht's. Das Hospital. Oder wo wir landen würden, wenn Kev fährt. So schlecht fahre ich nicht. Ey, ich sah zwar länger meistens, aber man kommt immer sicher an. Oder wir laden lang im Grab, ne? Selbst mit dem Panzer sind wir sicher angekommen. Angekommen, ja. Weggekommen. Ich wollte sagen, angekommen, ja. Ich rede vom Ankommen, ich rede nicht vom Wegkommen. Also, das ist nicht mein Part. Ich bringe euch sicher hin, aber dann lasse ich euch da stehen. Wollen wir gleich hier stehen bleiben, weil da oben ist es schon, oder nee, sind da noch keine Feinde? Ich habe keine Ahnung. Wir sollten vielleicht mit Drohnen da mal reingehen. Halt mal uns. Überhaupt hin? Ich sehe mich nicht. Rechts oben irgendwo. Ja, da oben. Ja. Da ist nämlich das Gebäude. Ich würde trotzdem halt, wie gesagt, ich würde es ausdrohen, falls da nichts ist. Jetzt sehe ich den Fall. Die Drohne ist unterwegs. Obwohl das ein Arzt der Rebellen ist, also müsste eigentlich frei sein. Einfach auf Nummer sicher gehen. Auf der Karte ist ja nichts Rotes. Na dann, aber gut, wenn Markus selber sagt, Arzt der Rebellen, dann könnte das theoretisch sein, dass wir mit dem quatschen müssen und dann. Und dann. Ja, hier ist nichts. Ich bin schon drin. Alles gut. Nee, toll. Warte mal. Oh. So zweit ist die Tür jetzt nicht. Hey, da kommt es. Gerade noch rechtzeitig. Ich höre, dass ein Stadion Männer unterwegs sind. Wie sieht's aus? Wir haben möglichst viele Ärzte und Patienten weggeschickt. Dann nur ein paar Trucks mit Medikamenten und Impfstoffen. Wenn wir die Klinik verlieren, retten wir wenigstens etwas für die Kranken und Verwundeten. Ja, Bruce. Meine Tochter ist in der Klinik geboren. Und da bin ich, Carajo. Und verteidige sie gegen das Kartell, das daraus eine verfluchte Kokainfabrik machen will. Ist diesen Leuten denn nichts heilig? Nicht wirklich. El Emissarios Männer können jeden Moment hier aufkreuzen. Wir müssen uns eingraben, bevor dann verteidigen wir mal den Doktor, wa? Jo. So, Jungs, der Arzt verteidigen. Oh, Füße, alles rumpf. Ja, hier ist aber scheinbar alles ebenerdig. Da kommt's schon. Also da kommt zumindest ein oranges Auto. Und ein Helikopter, oder? Nee. Granate fliegt. Oder hat einer von euch die Minigun? Oh, wie springt ihr denn jetzt? Granate fliegt. Okay. Granate, frisst das, Motherfucker. Ich muss doch da drin. Scheiße. Also, die Tür wird auf. Wieso hat er denn mein Dings nicht abbrechen? Da kommt irgendwas noch von rechts. Ich kann nicht irgendwo mal die Schrift von der Karte hinter. So, jetzt kommt's um die Ecke gleich. Die werden um die Ecke gebracht, ja. Granate fliegt, sind das hier Säcke? Oi, die war aber nah. Ja, das war meine, glaube ich. Beide Seiten. Ja. Und ein Heli. Helikopter. Wo ist der Heli? Ich bleib einfach in den Blockwagen hier. Oh, Heli. Wo ist der? Heli ist down. So. Zack. Ich liebe den Granaten. Also links ist da ausgestiegen auf jeden Fall, die Leute. Die sind immer hinter dem Hügel, also ich kriege sie von hier nicht. Aber scheinbar sind die Rebellen da auch mit dran. Gott, das ging ja schnell. Sieht so aus, als hätten sie den Kacke in Okore zum Dampfen gebracht. El Sueño weiß von unseren Angriffen und will Blut sehen. Ja, haben wir irgendwo eine Waffenkiste, ja, ne? Hier sind noch Leute. Ja. Zwei Stück. El Sueño verlangt eine Erklärung.
Giorgio versucht eine Lösung zu finden, die seine einmal hier vorne. Was heißt das für uns? El Giorgio hat fast den ganzen wo die Minigun ist und einmal beim Krankenhaus ist. Das ist unsere Chance. El Emissario steht im Regen und wenn wir ihn jetzt schnappen, erzählt er uns alles, was er weiß. Geben Sie uns den Standort, wir regeln das. Wir sind hier unten, wo unser Auto steht. Ja. Kann mir einer erklären, warum wir El Emissario rausbringen? Wir wissen doch, dass er nur wegen seines Opas da ist, wo er ist. Toll, der hat dann die aufgeladen. Der etwas im Kartell bewegt. Hast du einen besseren Vorschlag? Knüpf das Arschloch einfach an einen Baum auf. Wofür sonst der ganze Ärger in Okoro? Emissario ist unbekannt. Ist klar. Meine Kugeln prallen an den Bild ab. Hier an den Blättern vom Baum. Ja. Stahlblätter. So. Verdammt, wenn Baumann jemanden will, lässt sie nichts anbrennen. Also irgendwas rauscht hier gerade ganz extrem in meinem Headset. Ja, was war? Ja? Habt ihr das auch, dass es zwischendurch mal ganz extrem rauscht? Also jetzt rauscht was, aber das... Das sind aber die Autos, die unter uns extrem rauchen. Das rauscht bei mir auch. Die ganze Zeit. Okay. Also das höre ich jetzt nicht. Ja, du bist fast gesehen. Jetzt nicht mehr. Fehlt noch einer. Ja, dann drüber. Ach so, ich bin hier noch am... Ich kämpfe hier noch. Dann komm ich mal. Ja, Scheinrecht auch. Oh, ihr gönnt mir auch nichts, ne? Nee. Da ist noch einer, genau da. Naja, wenn Männer Frauen so viel gönnen, können das teuer werden. Eben, das ist es halt. Genau, das ist... Ja, gut. Den habe ich nicht verstanden, aber macht auch nichts. Der Rede wert, Katari. Wir setzen es auf die Rechnung. Ich habe noch eine Bitte. Bevor El Emissarios Männer die Klinik angriffen, wollte einer meiner... Achso, warte mal. Ich sollte was markieren. Finden Sie El Emissario, aber die Frage ist... Ja, mein Headset kann sich... Ich dachte gerade, mein Headset wäre, dass das vielleicht leer ist vom Ohr, aber das ist es nicht. Toll. Ich habe hier gerade auch keinen Teil der Story-Mission auf der Karte, oder? Sehe ich die gerade einfach nur nicht? Keine Ahnung. Ich fahre, ich sehe die gerade nicht. El Polito? Das ist ja Emissario, ist er ja. Ja gut, uns fehlt eigentlich nur noch eine Mission hier, ne? So nebenbei gerade. Dann haben wir den ersten Boss weg. Den ersten Boss haben wir schon erschossen. Ja, den dritten. Vielleicht sollten wir zum Heli suchen. Hey, El Pozzolero. Vielleicht sollten wir hier den Heli nehmen. Das sind 10 Kilometer. Oh, halt das mal aus hier. Hab ich auch gerade erst gesehen. Jo. Jo. Der war gut, ne? Wir sind hier gerade voll in dem... Ja, ich wurde gebeten, hier den Heli zu nehmen. Ja, ist gut. Wir könnten auch eben schon einsteigen, einfach abhauen. Könnten Nein, wir. Das wäre nicht lustig. Ich mach das, ich fliege. Dann ist doch alles weg, oder nicht? So ziemlich. Ja. Ja, alles weg. So, sind alle da? Nee. Nee, alle sind da.
Einfach irgendwas fehlt. Ja, ja, Yvonne ist vom Weg. Ja, die sucht die dann am nächsten Kofferraum. Vorne rechts, bei Fahrer. So. Wie gesagt, dann haben wir hier. Wir sollten vielleicht, ich weiß gar nicht, ein bisschen strategischer vorgehen, wenn ich ehrlich bin. Um vielleicht mal die Gebiete so nach und nach zu abzuarbeiten, ne? Markus stellt auf jeden Fall ab hier. Ja. Aber das Gebiet ist erstmal hier. Hast du irgendwie dein Ritalin nicht genommen, Sabrina? Warum? Weil du da so hin und her gehst. Ich bin das nicht, ich fliege. Ach, du fliegst, ja, das ist Markus. Ich habe meine Pillen schon brav genommen heute, ich bin halt nicht. Ja, Markus hat sie sich wahrscheinlich in der Anstalt unter die Zunge gelegt. Ja, das Problem war, der Markus konnte sich mein Ritalin nicht mehr leisten. Vom Ach so. Geld her. Dein ja, Ritalin. Sie teilt nicht so gerne. So. Ja. Achso, Naturalien ist nicht bei euch, oder was? Auf gar keinen Fall. Aber dass ich Ritalin nehme, das ist schon lange her. Ist bei mir tatsächlich auch sehr lange her. Okay, aus der Nummer bin ich raus. Da war ich noch sehr jung, als ich Ritalin nehmen musste. Das kann nur sehr lange her sein, ja. Hier, Kev. Anwesend. Du müsstest mir irgendwann mal auch mal erklären, wie du das hingekriegt hast, dass die Kanäle der anderen, die du bei dir verlinkt hast, halt auch als Link angezeigt werden. Ich habe das auch mal versucht, bei mir sind die aber nur weiß. Also da kommt kein Hyperlink drunter. Du musst einfach nur reinkopieren. Hab ich. Aber die werden halt nicht als Hyperlink angezeigt. Hast du die direkt hinter die Namen gesetzt? Ja, glaub schon. Da sitzt auch ein Leerzeichen dazwischen, zwischen dem Namen und dem Link. Ich will mal gucken. Dann werden die, normalerweise müssten die dann als, oder schreib vorher HTTPS oder wie das heißt. Oder, ja, www oder was davor ist. Einfach oben, von oben rein kopieren. Gehst auf den Kanal, kopierst rein, Steuerung Q, Steuerung C und dann Steuerung V. So. Also wie gesagt, Leerzeichen dazwischen, dann müsste das funktionieren. Weil ich habe ja dich und auch ein paar andere bei mir. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, einen Doppelpunkt dazwischen. Ich muss bei mir kurz mal in der Video. Warte mal, wie sieht das bei mir in der Videobeschreibung aus? Ich habe Doppelpunkt dazwischen. Frage ist, wo landen wir denn jetzt hier? Nee, ich habe einfach nur den Link reingesetzt. Und dann dahinter steht dann. Nein, Quatsch, davor. Minus und dann, ja. Müssen wir gucken, wie es bei mir aussieht. Also ich würde eher von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Mit auf den Felsen dazwischen. Moment, dann mache ich mal kurz hier noch einen Break, bevor wir die neue Mission anfangen.